Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Let's Try Rainbow Six Siege. Ich habe mir fürs zweite Video ein etwas neueres Spiel rausgesucht. Und ich habe wirklich nur etwa 6 bis 8 Matches gespielt. Die gehen hier relativ schnell. Ich bin ja eher der Counter-Strike-Spieler. Da musste ich mich ganz schön umgewöhnen. Dieses Wochenende ist das Spiel gerade mal wieder umsonst. Ubisoft bringt da immer wieder Free Weekends. Und das nutze ich jetzt einfach mal und schaue es mir mal ein bisschen genauer an. Ich habe ein bisschen die Tutorial-Missionen gespielt, aber nicht alle. Da wird man ein bisschen in die Operator eingeführt. Aber hier ganz am Anfang, wenn man noch so newbig ist wie ich, dann hat man noch gar keine kann man die Operator noch gar nicht auswählen, glaube ich. Oder muss man die sich sogar kaufen? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Also man hat nur den Standard-Operator. Jetzt haben wir wieder hier diese Karte in der Bank. Die habe ich jetzt auch schon mal gespielt. Generell muss man sagen, meine Meinung zu den Karten, die sind, ja, ich weiß nicht, die sind alle sehr verwinkelt. Sie sind sehr weitläufig teilweise. Also die Innenareale sind riesig, finde ich. Und man verläuft sich so schnell. Man muss so lange, also so oft Matches spielen wahrscheinlich, um sich mal auszukennen auf einer Map. Um die ganzen Hiding-Spots und da wo man sich verschanzt und sowas alles zu wissen. Generell gibt es auch wieder verschiedene Modi, verschiedene Karten. Die meisten, die ich bisher gespielt habe, waren wieder mal Bomben. Bomb-Defusal kennen wir ja aus Counter-Strike. Gibt aber auch Modi wie Geisel befreien. Bin mir gar nicht so sicher, was es noch alles gibt. So, und typisch für die Rainbow Six Spiele gibt es eine Preparation Phase und eine Action Phase. Das hat Rainbow Six schon seit dem ersten Spiel. Wobei man sagen muss, das hat hier relativ wenig gemein mit dem, was in den frühen Rainbow Six Spielen die Preparation Phase gewesen ist. Da hat man wirklich minutenlang oder noch länger damit verbracht, detaillierte Aktionspläne auszufeilen, mit denen man dann... Da war ein Feind. Der kann jetzt meine Drohne hier zerstören. Ja, mit denen hat man dann seinen Plan ausgeheckt, welche Räume man wann betritt, welche Position die KI-Mitspieler einnehmen und also wirklich bis ins kleinste Detail wird das geplant. Das macht man hier natürlich nicht. Das ist auch viel zu langwierig. Das ist ja ein Multiplayer-Spiel, das auf Action ausgerichtet ist. Das ist keine Simulation. Auch wenn auch der Taktik-Aspekt doch relativ, wenn der Taktik-Aspekt doch relativ groß ist im Vergleich zu Counter-Strike oder was auch immer, einem Modern Warfare oder sowas, ja. Worin es sich halt wirklich massiv unterscheidet zu jedem anderen Action-Game online, sind halt die Operatoren, die verschiedene Fähigkeiten haben, verschiedene Spezialwaffen. Aber die kann ich halt auch nicht zeigen, weil ich die noch gar nicht spielen darf. Na, komm schon. Na also. Ich hab nicht mal einen Treffer bekommen, obwohl der mich heftig angeschossen hat. Flashbang away.
Operator standing. Oh je, einer natürlich noch, der wieder alle abgeknallt hat. All friendlies have been eliminated. Und jetzt wechseln wir die Seiten. Jetzt sind wir die Verteidiger. Und müssen die beiden Bomb-Locations verteidigen. Jetzt nehme ich mal random. Aber es ist derselbe Operator. So, SAS. Jetzt nehme ich mal einen anderen. Jetzt nehme ich mal. Nehme ich mal den Gigan. Den französischen. Jupp, confirm. Also ich könnte jetzt zum Beispiel überhaupt nicht sagen, was diese Operatoren hier alles können. Hier der Doc, der Smoke, der Rook. Ich bin halt nur der Recruit. Secure the bombs. So, und jetzt habe ich hier Möglichkeiten, bestimmte Fallen zu legen. Zum Beispiel, was ich jetzt mache, ich werde Stacheldraht legen. The wire is ready. Kleinen Drohnen hier rumflitzen. Ich werde mich jetzt irgendwo verschanzen. 10 seconds to insertion. Ich weiß halt nicht, woher die Feinde kommen. Ich habe keine Ahnung. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Wahrscheinlich gucken sie jetzt hier gleich rein. Ich mach mal auf einen Schuss. Weil da drüben, da draußen ist ja das Parkdeck, wo vorhin die ganzen anderen Leute mit mir zusammen reingegangen sind. Ja, da sind sie. Ich glaube, ich habe sogar einen erwischt. Oder nee, das ist bloß... Das war bloß ein Fenster, das ich zerschossen habe. Ja, sie kommen. Oder sie sind unten. Oh, den habe ich gar nicht gesehen da hinten. Ach, der ist da durchgekrabbelt durch dieses Loch. Deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Jetzt kann ich hier mit der Überwachungskamera. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man ihnen helfen kann, ne? Aber wahrscheinlich kann man ihnen nicht helfen. Hier habe ich doch gerade noch jemanden gesehen. Egal. Wir haben wieder verloren.
Mir ist mir relativ egal, hier kann man voten für den Spawnpoint. Also generell finde ich das Game schon echt nice. Es hat was erfrischend anderes als Counter-Strike oder dann Modern Warfare oder sowas, das so totale Action ist, oder auch ein Unreal Tournament oder ein Quake oder so, dass das ein reiner Arena-Shooter ist und so. Es hat schon was ganz Eigenes und das gefällt mir. Das mag ich wirklich. Und die taktische Tiefe, die ist mit Sicherheit, wenn man da mal mit später mit Ranked spielt oder so, wenn man dann die Karten richtig kennt und die Operatoren und sowas alles. Wow. Wow, was geht denn hier ab? Warum geht's denn nicht los? Jetzt fangen die einen schon an zu lieben. Und der nächste ist weg. Na, ich glaube, jetzt klappt's. We need to locate a bomb. Yep. Das Coole ist, hier kommt dann direkt der nächste Gamer nach. Der einen dann unterstützt normalerweise gleich. Kriegen wir dann einen Ersatzmann. Ja, Bombe gefunden. Dann wird hier wahrscheinlich bald die zweite sein. Die sind meistens nicht weit voneinander entfernt. Ah, schon wieder einer down. Wenn jetzt hier irgendwo einer in der Ecke wartet, ja, den kriege ich natürlich überhaupt nicht. Ja, der ist direkt über mir, ja? Haha, voll durch die. Voll durch die verdammte. Ich muss mich beeilen. The diffuser has been secured. Flashback! One friendly operator remaining. War ich wieder zu Rambo-mäßig unterwegs?
Ah, mit einer Autoschotti. Ah, das ist ein... Das ist eine Lichtschranke, die einen Sound ausgibt, wenn einer durchläuft. Ja, er hat gewonnen. Wir haben total verloren. Na, eine Runde spielen wir noch. Ich weiß nicht, wie groß der Map-Pool ist. Wenn man hier mal auf... ne, das kann ich nicht. Ich müsste das Matchmaking abbrechen, dann könnte ich euch die verschiedenen Playlisten zeigen. Aber das meine ich. So richtig ist es auch wieder nicht. So, ich spiele mit dem Konsulat. Das ist mal eine andere Karte. Cool. Ich weiß gar nicht, kenne ich die schon? Französischen Konsulat. Wen spiele ich dieses Mal? Spiele ich mal Spetsnaz. Der hat auch wieder Stacheldraht. Aber die Karte kann ich tatsächlich nicht. Be advised, Op 4 has found a bomb. Op 4 located a bomb. Protect it. Keine Ahnung, ob ich jetzt total beknackte Stellen irgendwie den Stacheldraht platziere. Ist mir aber egal. Wieder so eine schöne Eingangshalle. Schießt er auf die Drohne oder worauf schießt er? Ja. Ich habe mich wieder total verlaufen hier. Ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin und woher die Gegner kommen können. Ich könnte total überrascht werden. Enemy scan inbound. Starting your timer. You're exposed. Jemand hat mich gesehen, ja. Drone is coming in for a scan. Spotted. Ach, das war gar nicht mein Sprengsatz. Let them come. Oben hat es einen erwischt.
4, last stop standing. One friendly remaining. Oh. Tja. Er weiß ganz genau, wo er ist. Take a pistol, блядь, идиот. Jetzt hat sie ihn allerdings erwischt. Jetzt wartet er wahrscheinlich, bis er den Diffuser plantet. Was für eine, was für ein Kill. Ordentlich geteabagged. Oh, der war eigentlich ganz cool. Den nehme ich nochmal. Ja, mal eine andere Kanone. Und coolerweise können die hier auch über die Treppen und springen können die netten Drones ja auch. Ja, der versucht mich zu erwischen. Aber er kriegt mich nicht. Ich habe beide Bomben gefunden. Ja, das kann ich noch nicht so richtig lesen, dieses Scoreboard. Ja, die erste Spalte hier sind die Punkte, das zweite wahrscheinlich die Kills. Das zweite sind die Deaths. Alter! Das war mal richtig peinlich. Und ich habe auch nicht gewusst, dass ich gerade eine Schrotflinte genommen habe und keine, kein Sturmgewehr. Tja, das war wohl nicht so. Der Dienst, den ich meinem Team hier erwiesen habe, war wohl ziemlich schlecht. Ich kann hier sogar über Kopf knallen. Der letzte Typ. Zwei sind es noch bei uns. The diffuser has been secured. Ziemlich beeindruckend. Also für mich jedenfalls. Church set.
swapping lands. Wie auch immer, wie wir jetzt gewonnen haben. Secure the area. Keep the bombs protected. Wo war denn jetzt hier? Ah, hier. Wild deployed. Wall fortification complete! Bomb location compromised. Plan accordingly. Razor wire deployed. Op 4 located a bomb. Protect it. Armor up. 10 seconds. Down to 5 seconds. What do you think? Op 4 has located a bomb. Wie ist denn das jetzt hier bitte passiert? Jetzt habe ich nur noch 20 HP. Dankeschön. Dafür verschanze ich mich in der Ecke. Enemy scan inbound. Starting your timer. Ja. Enemy drone moving into scan. Starting timer. Mount us and ready. Diese Runde werden wir wohl verlieren. Friendly, last operator standing. Bomb diffuser in place. Wir sehen nichts mehr. Der muss sich jetzt beeilen. Der muss den Diffuser diffusen. Da hat der User 987 den Randall getötet. Eine vierte Runde. Spannend.
Nehme ich mal die Smoke Grenade, vielleicht bringt die ja was. Seconds to insertion. 5 seconds to go. A bomb must be located and defused. Hinter dem hinterher ist sicher keine schlechte Idee. You must recover the diffuser. Down to one friendly. Ich glaube, wir verlieren, aber es wurscht. Damit ist dann die Runde vorbei und das Match vorbei und ich würde es dann hier auch dann gleich bewenden lassen. Machte wieder alle platt. Ja, da war noch einer. Bomb has been located. Op 4 eliminated all friendlies. Okay. Sehen wir uns noch die Killcam an. Ja, der hat seine Füße gesehen. Ach was, jetzt haben wir noch eine Runde. Ich dachte, es wäre vorbei. Overtime Matchpoint. Okay. Ich nehme mal wieder meinen stinknormalen SAS-Typen. Okay, FMG9. Wir sind auch noch zu dritt.
secure the bombs. Oh ja, gib mir Armor. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Located a bomb. Get ready to engage. Ich bleibe einfach bei den Bomben und werde da ein bisschen da erwarte ich eigentlich, dass ein paar reinkommen durch die Eingangshalle. Enemy drone is moving into position for scan. Your location has been compromised. Enemy scan incoming, starting the clock. You have been exposed. Reloading. Von wem denn? Wusste denn da, dass ich da bin? Der hat ja schon gescannt, er ist ja schon in die Kim und Korn an sich gegangen, bevor er überhaupt durch die Tür ist, durch das Fenster. Enemy scan inbound, starting your timer. One friendly operator. A bomb has been located by Op 4. Successfully deployed. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Wie auch immer, jetzt ist es tatsächlich vorbei. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen bei diesem kleinen neuen Let's Try. Ich hoffe, es war nicht zu peinlich, was ich hier präsentiert habe. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, so zu schauen. Dann bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.